Für die Band George. Und Sie können mitfahren, meine Damen und Herren, mit einem dieser 32 Oldtimer, die hier zur Verfügung stehen, sind sogar 37. Holen Sie sich bitte einfach ein Ticket hier im Kreisbund an der Bühne am Stand neben dem Kinderschutzbund. Dort können Sie dann die Berechtigung erwerben für eine Rundfahrt durch Oldenburg. Und das geht hier vom Schlossplatz über den Paradewall zum Damm, am Hafen entlang, über den Niedersachsendamm zum Marschweg und dann über die Gartenstraße zurück hier zum Schlossplatz. Viel Vergnügen und Dankeschön schon mal an die Oldtimer-Besitzer. Der macht schon die dritte Rundfahrt hier mit dem Triumph TR3A. Da sieht man, welche Autos besonders beliebt sind. Aber ist ja auch klar, die gnädige Frau kann während der Fahrt sogar Blumen pflücken. Soweit sind die Türen ausgeschnitten, ja. Also bitte nicht zu nah an den städtischen Grünanlagen vorbeifahren. So, dann haben wir einen jungen Mann mit einem Fahrrad, das mindestens dreimal so alt ist wie er. Das passt auch. Ja, also das Fahrrad hat schon die Vorkriegszeit erlebt. Es stammt noch aus der guten Zeit der Schallplatte. Da hat die Lampe noch einen Schalter und ist nicht aus billigem Pressplastik. Aber er muss natürlich auch auf 21 Gänge verzichten. Es gibt nur einen Gang und dafür kann man aber freihändig fahren, weil die Gabeln alle noch Nachlaufgabeln sind. Und da kannst du schön fahren und noch. Heute müsste sich das eigentlich wieder einführen mit den Nachlaufgabeln, weil alle Leute ja wahrscheinlich sogar während des Fahrradfahrens telefonieren wollen. Da kann man ja freihändig fahren. Ne?
Dörde? Da ist er. Ein Becher. Der rote. Ja, der ist auch gut. Ja, dreh doch mal eine Runde hier mit deinem Wanderer-Tourenrad. Das mache ich gleich mit meinem Tweet-Kostüm. Sehr schön. Wunderbar. So, hier ist ein kleiner Austin-Heli Mark IV Sprite. Ein Lieblingsauto der englischen Sportwagenfahrer und der sportlichen Studenten in Cambridge und Oxford. Denn sie waren für die kleinen Bergrennen und die Clubrennen bestens geeignet, entweder mit 1000 oder mit 1300 Kubik. Meine Damen und Herren, Sie können mitfahren. Herzlich willkommen hier auf dem Schlossplatz von Oldenburg. Wir haben hier 37 Oldtimer, die darauf warten, dass Sie mit Ihnen mal eine historische Stadtrundfahrt unternehmen. Die Tickets gibt es im weißen Zelt links von der Bühne, wo die Band George bis eben gespielt hat und jetzt ein kleines Päuschen anlegt. Natürlich. So, nun gibt es eine Traumfahrt in einem Renn-Porsche, bei dem man auf der rechten Seite sogar die eigens für die Ölkühlung verlegten Leitungen unterm Auto sehen kann. Typisch für die Renn-Porsche. Denn der Ölkühler ist vorne, unterhalb des Kennzeichens, wo das Öl dann noch besser gekühlt wird. Ansonsten ist es natürlich der luftgekühlte Porsche 911, hier in einer Rennsportversion, die auch in Amerika eingesetzt wurde. Apropos Amerika, da ist auch die Kanette, Leone Americans Polska, die gerade zurückkommt von der Stadtrunde. Viel Spaß im Auto von meinem Strecker hier mit dem schönen Renn-Porsche. Was Gang habe auch. Ist der schick. Ist der schick. Wow. Ja, meine Damen und Herren, hier der große Daimler, der hier steht, der britische, hat noch so einen geriffelten Kühlergrill. Weil die frühen Daimler alle einen Kühler hatten, der so aussah wie früher die Heizkörper. Diese Rippen sorgen ja dafür, dass die dreifache Oberfläche da ist und auf diese. Schauen Sie sich um, so wird sich das an.
In der Familie sehe ich, ne? Ja, genau, ne? Wie kann man da rangehen? Ja, genau. Ich habe die Schüssel. Ja, wenn ihr nicht wollt, wollen wir nicht. Danke schön.